Nächster Redner ist der Kollege Moritz Promny, FDP-Fraktion. Sehr geschätzter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich starte mit einem Zitat, das folgendermaßen lautet: Deswegen erhalten alle Schulen weiterhin eine Unterrichtsversorgung von durchschnittlich 105%. Darüber hinaus werden den Schulen die Zuschläge für den Sozialindex und für unterrichtsbegleitende Maßnahmen wie individuelle Förderung oder Ganztagsangebote zur Verfügung gestellt. Meine Damen und Herren, das klingt doch so, als würde ich hier schon den Redebaustein des Kultusministers vorwegnehmen. Das wird er auch sicherlich demnächst hier in das Schaufenster stellen. Doch das Zitat stammt aus seiner Haushaltsrede zum Doppelhaushalt 2018-2019. Kollege Schwarz und seine sehr eindrucksvollen Schaubilder haben ja noch einmal deutlich gemacht, dass sich die Landesregierung eindeutig seit mindestens 3 Jahren dafür feiert, und zwar immer für die gleichen Dinge, nämlich für Lehrerstellen, die im Haushalt stehen und dann aber nicht besetzt werden können, meine Damen und Herren. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Neuere Lehrerstellen sind natürlich was Gutes, und wir freuen uns darüber. Denn je mehr Lehrkräfte es in den Schulen gibt, desto besser ist die individuelle Förderung der einzelnen Schülerinnen und Schüler. Gute Schule braucht also gute Lehrkräfte, und gute Schule braucht vor allen Dingen ausreichend Lehrkräfte. Eines scheint die Landesregierung aber nicht zu verstehen. Mehr Stellen heißt eben nicht gleich mehr Lehrkräfte. Ich weiß, wir haben darüber ja schon vielfach diskutiert, und ich möchte das Fass an der Stelle auch nicht wieder aufmachen, wie viele Lehrkräfte nun bis wann genau fehlen. Aber ich denke schon, dass es bezeichnend ist, dass wir seit Jahren in den kursorischen Lesungen immer wieder nach dem Soll-Ist-Vergleich fragen und die Unterlagen auch dieses Jahr wieder nachgereicht werden müssen. Sie wissen doch ganz genau, dass diese Frage von uns kommt. Warum sind Sie darauf eigentlich nicht vorbereitet? Meine Damen und Herren, immerhin haben wir ja Zahlen bekommen, wie viele der U-Bus-Stellen besetzt sind. Doch auch hier ist deutlich der Fachkräftemangel zu spüren. Und Kollege May hat es ja angesprochen, der Besetzungsstand liegt dementsprechend bei gerade rund 80%. Aber Hauptsache, die zusätzlichen Stellen sind in der Brockenliste aufgeführt, Kollege May. Ein besonders schönes Beispiel sind beim Thema Stellen auch die Verwaltungskräfte. Da waren zwar 2020 bereits Mittel für Personal vorgesehen, bis heute ist diese aber nicht unterzeichnet. Immerhin praktisch für die Opposition. Hier müssen wir dann gar nicht erst nach den Stellenbesetzungen fragen. Die stellt sich nämlich nicht, diese Frage. Im Hinblick auf die Grundschulen, wo Lehrkräftemangel mittlerweile besonders verheerend ist, sind allein für die Stärkung der Bildungssprache Deutsch und die Verpflichtung der Vorlaufkurse 310 Stellen vorgesehen. Da sind die Stellen zur Abdeckung der erforderlichen Unterrichtsversorgung nicht einmal mit eingerechnet. Und wir haben schon bei der Diskussion über den Gesetzentwurf zur Verpflichtung der Vorlaufkurse darauf hingewiesen, dass eine volle Besetzung der Stellen quasi nicht möglich sein wird. Meine Damen und Herren, seit Jahren diskutieren wir den Lehrkräftemangel. In der Corona-Krise, und das ist auch zum Ausdruck gekommen, kommt er besonders zum Vorschein. Denn Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören und deshalb zu Hause bleiben müssen, ließen den Bedarf noch deutlich erkennen. Jetzt haben wir gewisse Zahlen gehört. Es scheint ja auch so, dass der Bedarf abgefedert werden soll. Immerhin stellt die Landesregierung 100 Millionen Euro, Kollege Schwarz hat es ausgeführt, für VSS- und TVH-Kräfte zur Verfügung. Das ist auch gut so. Das will ich gar nicht kritisieren. Von den Mitteln sind bisher 6 Millionen abgerufen worden. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum. Kollege Schwarz hat ein Erklärungsmodell geliefert. Ich stelle jetzt auch mal eine kühne These auf,
gebe einen weiteren Grund. Ich glaube, es ist schlicht und ergreifend sehr schwierig, die passenden Fachkräfte vor Ort zu finden. Tatsache ist, einfach die Mittel zur Verfügung zu stellen, reicht nicht aus. Stärkung der Bildungssprache Deutsch, Ausbau des Ganztags, Stärkung der Sozialarbeit und Inklusion bei gleichzeitigem massiven Lehrkräftemangel. Das Motto des Kultusministers lautet und bleibt auch in diesem Jahr: Hauptsache die Überschrift im Haushaltsplan stimmt. Meine Damen und Herren, ich will noch einen zweiten wichtigen Aspekt im Hinblick auf den Haushalt ansprechen, und ich werde das ebenfalls mit einem Zitat einleiten. Wir haben ein umfangreiches Maßnahmenpaket vorgeschlagen, von der Ausstattung der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte mit Tablets über die Bereitstellung sonstiger digitaler Unterrichtsmedien, die Qualifizierung der Lehrkräfte als grundlegende Aufgabe, über die Notwendigkeit der technischen Betreuung, der Infrastruktur und so weiter. Wer hat das wohl bei den Haushaltsberatungen 2018 gesagt? Es war nicht der Kultusminister, nein, weit gefehlt. Es war der Freie Demokrat Wolfgang Greilich. Und seit Beginn der Krise hat der Kultusminister immer wieder gesagt, dass mit dem digitalen Lernen habe ja keiner kommen sehen. Das ist falsch. Richtig ist vielmehr, wir Freien Demokraten haben schon vor Jahren angemahnt, dass Sie hier von der Bremse gehen müssen. Und wir haben vor Jahren schon gesagt, dass Sie die Fahne ausnahmsweise mal von vorne und nicht nach hinten tragen sollen. Aber Fakt ist auch, seit Jahren ist in diesem Bereich viel zu wenig passiert, meine Damen und Herren. Viel zu wenig. Jetzt ist klar, verweisen Sie bei der Frage der Endgeräte und des Supports ganz stolz auf den Bund, dessen Mittel Sie ein bisschen aufgestockt haben. Und Kollege Schwarz, die 25%, da gehört ja zur Wahrheit auch immer dazu, dass da 12,5% auch der Schulträger zu tragen hat. Also insofern, das Land macht sich da schon einen schmalen Fuß. Sie hätten... Ja, in der Tat. Der Bund hat Sie ohnehin in der Verwaltungsvereinbarung verpflichtet, 10% dazu zu geben. Sie haben schlicht und ergreifend nur 2,5% draufgepackt. Sie hätten das alles schon viel früher haben können, dann würden wir heute auch besser dastehen. Und das will ich jetzt mal am Beispiel des Digitalpakts verdeutlichen. Da wurde in der kursorischen Lesung gesagt, dass 2021 nun genutzt werden solle, um Anträge zu stellen. Ich erinnere gerne noch einmal daran, das war nicht die ursprüngliche Idee des Digitalpakts, meine Damen und Herren. Die Höhe der Mittel, die bereits abgerufen wurde, ist verschwindend gering. Die Höhe der Mittel, die bereits ausgezahlt wurden, ist noch geringer. Und laut einem Bericht aus dem Deutschen Bundestag waren für Hessen vorgesehene Mittel Mitte des Jahres gerade einmal 104.000 Euro abgeflossen. 104.000 Euro, meine Damen und Herren. So viel zu Digitalpakt. Und das in einer Zeit, in der Schulen das digitale Lernen so massiv ausbauen müssen, so viel damit arbeiten müssen wie nie zuvor. Fragen Sie doch mal die Schulen, fragen Sie doch mal danach, woran das krankt, warum die Mittel nicht abfließen. Es kann doch nicht sein, dass Sie da einfach sich aus der Affäre ziehen. Meine Damen und Herren, die Fragen sind doch offensichtlich. Sind die Schulleitungen wegen den Mehraufgaben belastet? Ist es der bürokratische Aufwand? Sind die Schulträger etwa der Flaschenhals? Und wenn ja, warum? Das sind doch die Fragen, die Sie beantworten müssen, Herr Kultusminister. Und statt die Augen davor zu verschließen, wäre es richtig, hier jetzt mal entsprechend nachzugehen. Und sonst, meine Damen und Herren, sonst habe ich die Befürchtung, gehen wir schnellen Schrittes in das nächste Jahr und die Mittel werden weiterhin nicht abgerufen. Insgesamt finden sich im Bereich Digitalisierung im Einzelplan 04 natürlich auch richtige und wichtige Sachen. Das will ich hier gar nicht verhehlen. Wie beispielsweise die Anschubfinanzierung für einen einheitlichen Lehrkräftezugang. Das begrüßen wir. Vielleicht etwas spät im Jahr 2020, aber sei es drum. Immerhin kommt es jetzt. Und Herr Kollege Schwarz, noch mal ein Punkt, der mich doch etwas verwundert hat in Ihren Ausführungen, und das ist die Sache mit dem Schulportal. Die Betriebskosten liegen ja laut Kultusministerium bei ungefähr 1 Million Euro im Jahr.
Jetzt wissen wir alle, dass die Ausholung eigentlich hätte vorgezogen werden sollen, und zwar zum Sommer diesen Jahres. Dann musste allerdings noch mal neu ausgeschrieben werden, weil das Schulportal, so wie es aufgelegt war, wohl doch noch nicht allen Schulen zur Verfügung gestellt werden konnte. Und jetzt im Dezember ist die Ausrollung immer noch nicht abgeschlossen. Das ist doch Tatsache. Besonders befremdlich finde ich in dem Zusammenhang, dass sich dazu keine Mehrkosten im regulären Haushalt finden. Wissen Sie, wo die nämlich vorgesehen sind? Im sogenannten Sondervermögen, beziehungsweise, um es mal besser auszudrücken, im Schattenhaushalt der Landesregierung. Mit insgesamt gut 13 Millionen Euro für die nächsten 3 Jahre. Jetzt müssen wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. Die für das Schulportal vorgesehenen Mittel waren also überhaupt nie ausreichend. Und das hat ja auch jetzt nichts mit dem Vorziehen zu tun, wenn die Mittel im Schattenhaushalt für die nächsten 3 Jahre vorgesehen sind. Das ist schlicht und ergreifend eine Fehlkalkulation, die Sie jetzt versuchen zu übertünchen, meine Damen und Herren. Drittens, eingehen möchte ich auf die Ganztagsbetreuung. Kollege May hat ja auch ein Plädoyer dafür gehalten. Ich glaube, viele von uns liegt die Ganztagsbetreuung am Herzen. Ich habe in der kursorischen Lesung nachgefragt, ob bei der derzeitigen Geschwindigkeit des Ausbaus ein Ganztagsanspruch bis 2025 realistisch ist. Geantwortet wurde mir, das sei ein politisches Ziel. Ich hätte jetzt in den kommenden Wochen noch mal nachgebohrt, aber da ist Ihnen und mir der Bund zuvorgekommen. Still und heimlich wurde ja in den letzten Gesprächen zwischen Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin das politische Ziel aufgegeben. Der Ganztagsanspruch kommt jetzt erst bis 2029. Und Kollege May, ich nehme Sie hier beim Wort. Ich fordere die Landesregierung und auch die regierungstragenden Fraktionen auf, an dem bisherigen Ziel festzuhalten. Ich finde, dass es im Bereich des Ganztags in den letzten Jahren wichtige Fortschritte gab. Der Ganztag ist kein Nice-to-have, ganz bestimmt nicht. Er ist das Bildungs- und Betreuungsangebot, das die Lebensrealität einer Vielzahl von Menschen in unserem Land abbildet. Und wir brauchen den Ganztagsanspruch für die Chancengerechtigkeit in unserem Land und für die Vereinbarkeit von Familie mit Beruf. Und weil das so ist, ist es schon erstaunlich, dass dann der Ausbau des Ganztags eben auch dieses Jahr wieder auf der Brockenliste sich befindet. Ich denke, das macht deutlich, dass Sie das wollen, aber es wäre wichtig zu unterstreichen, dass Sie an dem ursprünglichen Ziel festhalten und das nicht rausschieben. Aber auch hier ein Schuss Wasser in den Wein. Die Fachkräfte müssen wir auch in diesem Bereich im Blick behalten, denn der Fachkräftemangel macht sich auch hier bemerkbar. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Lieber Herr Kultusminister Professor Lorz, Stellenaufwuchs bedeutet nicht mehr Lehrkräfte an den Schulen, und klar ist auch, eine Stelle im Haushalt gibt noch keinen Unterricht. Und Stellenaufwuchs ersetzt auch keine Idee. Stellenaufwuchs ersetzt auch keine Vorstellung von Schule im 21. Jahrhundert. Meine Damen und Herren, dieser Haushaltsplan ist voll von schönen Überschriften, aber zukunftsorientiert ist dieser Haushalt auf keinen Fall. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Promny. Das Wort hat nun die Frau Abgeordnete Kula, Fraktion Die Linke. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Schuldebatten in diesem Hause haben ja immer ihren ganz eigenen Charme. Besonders wenn der Herr Schwarz nach vorne tritt und in seiner unnachahmlichen Art sagt, wie toll und super alles an hessischen Schulen ist, finde ich ja auch unterhaltsam, hat aber leider nichts mit den realen Problemen an hessischen Schulen zu tun. Von daher danke für die Vorstellung. Jetzt kommen wir aber mal zu den Problemen, die es wirklich gibt, zurück. Die Pandemie. Vielen Dank. Die Pandemie hat die eklatanten Probleme an hessischen Schulen und somit die politischen Versäumnisse der Bildungspolitik der letzten Jahrzehnte sichtbar gemacht.
Zustände, die Gewerkschaften, Eltern und Schülervertretungen seit Jahren anprangern, werden zur Achillessehne unserer Schulen unter Corona. Und da ist es schon bezeichnend, dass die Landesregierung trotz Aussetzung der Schuldenbremse und Sondervermögen nicht mehr versucht, die grundlegenden Missstände an Hessens Schulen zu beheben. Wie immer sehen die Zahlen im Landeshaushalt ja schön aus. Schaut man aber hinter die Fassade, fällt dann doch einiges in sich zusammen. Da hat der Herr Degen ja schon auch etwas gesagt in seiner Rede. Von den 654 neuen Stellen für die Unterrichtsversorgung bleiben nicht mehr wirklich viel übrig, rechnet man die Aufhebung von Stellensperrungen und KW-Vermerken raus. Die übrigen Stellen sollen für den Ganztagsausbau, sozialpädagogische Unterstützung, verpflichtende Vorlaufkurse, eine zusätzliche Deutschstunde in der Grundschule als auch für die Zuweisung über Sozial- und Integrationsindex eingesetzt werden. Es ist ja richtig, Stellen an den Schulen aufzubauen. Aber wie die Landesregierung die Stellen dann verteilt, sagt viel über ihre Prioritätensetzung aus. Die 210 Stellen für die verpflichtenden Deutschvorlaufkurse für Kinder im Vorschulalter ohne ausreichende Deutschkenntnisse sind ein Beispiel, wie viele Ressourcen bereitgestellt werden, wenn der politische Wille da ist. Die Lehrer-Kind-Relation in diesen Vorlaufkursen liegt dann bei 3,3. Davon traut man sich in Schulen ansonsten nicht einmal zu träumen. Andererseits sollen für die Einführung einer weiteren Deutschstunde in den Grundschulen, was ja 1.200 Grundschulen sind, nur insgesamt 100 Stellen zur Verfügung gestellt werden. Und die Grundschulen sind doch eben gerade jene Orte, an denen aufgrund des Lehrermangels bereits jetzt schon viel Unterricht ausfällt oder fachfremd gegeben wird. Stellen alleine reichen hier nicht aus. Um diese besetzen zu können, braucht es eben auch die Grundschullehrkräfte. Angesichts dessen ist es doch vollkommen unverständlich, wieso in Hessen die Kolleginnen und Kollegen an den Grundschulen noch immer schlechter bezahlt werden als die an anderen Schulformen. Vielleicht liegt es ja daran, dass dort vor allem Frauen arbeiten, wie das so oft ist. Ein Armutszeugnis, würde ich sagen, für eine Regierung unter grüner Beteiligung. Bereits lange vor Corona haben wir gefordert, endlich eine Anhebung auf A13 vorzunehmen. Aber nun in Corona-Zeiten, in denen gerade die Grundschulen am wenigsten geeignet sind, Schülerinnen und Schüler selbstständig von zu Hause aus lernen zu lassen, in denen Grundschullehrkräfte wirklich in Präsenz gefordert sind, kann doch niemandem mehr erklärt werden, warum hier im Haushalt nicht 75 Millionen Euro für die längst überfällige Anhebung der Besoldung vorgesehen sind. A13 auch für Grundschullehrkräfte jetzt, das wäre ein Zeichen des Respekts. Auch der bauliche Zustand vieler Schulgebäude wird unter Corona zur echten Gefahr. Kaputte Fenster, marode Sanitäranlagen und zu kleine Räume erschweren den Schulbetrieb aktuell genauso stark wie zu große Lerngruppen und fehlende digitale Infrastruktur. Dass der Sanierungsstau an unseren Schulen ein Fass ohne Boden ist, das hängt ja mit der jahrzehntelangen Verweigerungshaltung zusammen, wenigstens den Bedarf landesweit zu erheben, um dann die Kommunen so auszustatten, dass unsere Schulen saniert und ausgebaut werden können. Das Land muss endlich genug Geld dafür in die Hand nehmen. Bei einem Sondervermögen in Höhe von 12,5 Milliarden Euro muss es doch drin sein, Geld bereitzustellen, um unsere Schulen zu sanieren und auszubauen. Immerhin haben Sie ja mittlerweile 65 Millionen Euro aus dem Sondervermögen in die Hand genommen, um die Schulträger bei der Umsetzung ihrer eigenen Corona-Schutzmaßnahmen zu unterstützen. Aber entgegen Ihrer Behauptung gibt es diese 65 Millionen Euro eben nicht nur für Schulen, sondern damit soll auch die Ausstattung in Kindertageseinrichtungen finanziert werden. Und das ist dann wirklich deutlich zu spät und ist auch vollkommen unklar, wie mit dieser Summe dann beispielsweise auch wirklich alle Klassenräume und alle Kitas mit den benötigten Luftfilteranlagen ausgestattet werden sollen. Das Gleiche gilt auch für die digitale Ausstattung der Schulen, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte. Mit einem ganz großen Tamtam wurde der Digitalpakt beworben, der sich als zu bürokratisch erwiesen hat, als dass er uns jetzt in der Krise wirklich bei der Digitalisierung helfen könnte. Schließlich wurde davon ja kaum etwas verausgabt bisher. Da helfen dann auch die 14 Millionen, die im aktuellen Haushalt vorgesehen, nicht, wenn sie von den Schulträgern nicht unbürokratisch abgerufen werden können. Gemessen am Gesamtbedarf an digitaler Ausstattung ist der Digitalpakt und das Sofortausstattungsprogramm sowieso nur eine Anschubfinanzierung. Die GEW, also die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, hat ausgerechnet, dass in jedem Jahr der fünfjährigen Laufzeit des Digitalpaktes ein Bedarf von rund 315 Millionen Euro anfällt. In Hessen stehen für fünf Jahre aber gerade mal 538 Millionen Euro zur Verfügung.
Da gibt es also einen erheblichen Finanzierungsbedarf und eine Finanzierungslücke, mit der sich das Land auch befassen muss. Auch wenn Herr Lorz permanent etwas anderes behauptet, Schülertablets sind Lernmittel und fallen somit in die Zuständigkeit des Landes. Und auch die überfälligen Dienstgeräte für Lehrkräfte müssen von ihrem Dienstherren, also ebenfalls vom Land, finanziert werden. Ohne die werden dann auch die von Ihnen ab dem Jahr 2021 zur Verfügung gestellten E-Mail-Adressen für Lehrkräfte gar nichts bringen. Und meine Damen und Herren, in dem Haushaltsplan lassen sich auch Stichworte finden, die wir ausdrücklich unterstützen und immer gefordert haben. Etwa 70 Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte oder mehr Förderpädagogen. Das Problem ist nur, Sie suggerieren, Sie würden hier und da kleine Schritte in die richtige Richtung gehen. Dabei braucht es aktuell wirklich eine Kraftanstrengung, damit von der Entlastung und dem politischen Willen auch spürbar etwas an den Schulen ankommt. Aber das ist Schwarz-Grün. Es fallen die richtigen Stichworte, aber zu wirklicher Veränderung reicht es nicht aus. Dabei haben wir uns bisher eigentlich nur über die grundlegenden Dinge unterhalten, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Wir müssen uns aber auch Gedanken machen, wie wir unser Schulsystem sozial und pädagogisch gerechter machen können. Wir müssen über die Ausfinanzierung von kleineren Klassengrößen, echten multiprofessionellen Teams an den Schulen und im Unterricht, von modernen und auch digital gestützten Lernformen, von der Umsetzung eines wirklich inklusiven Schulsystems sprechen. Reden müssen wir über die Sinnhaftigkeit und Aussagekraft von Ziffernoten, insbesondere im Grundschulbereich, über den immer größeren Zulauf von Privatschulen. Wir müssten über die mangelnde Durchlässigkeit des mehrgliedrigen Schulsystems sprechen und über dessen Überwindung. Leider ist aber so etwas unter Schwarz-Grün nicht zu erwarten, vielmehr ein weiteres Durchmogeln. Das ist nicht den Problemen unserer heutigen Zeit angemessen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wort hat der Kollege Rolf Kahnt. Mach langsam. Oh, jetzt fehlt noch die Tribüne. Kommt er schon herbeigeeilt, Herr Kahnt? Ja. Sehr freundlich, vielen Dank. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, angesichts meiner kurzen Redezeit muss ich mich auf vier Themen beschränken. Ich hätte gerne viel mehr zu allen anderen Sachen auch gesagt. Jeder Tag, an dem unsere Schülerinnen und Schüler in die Schule gehen, ist ein guter Tag. So Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Gerade in der Corona-Pandemie trifft dieser Satz besonders zu, und er ist richtig. Der Präsenzunterricht ist das Maß aller Dinge und bleibt auch das Maß. Ein Wechselmodell beispielsweise in Corona-Zeiten kann nur dann in Erwägung gezogen werden, wenn es sich tatsächlich bestätigen sollte, dass die Inzidenzzahlen an den Schulen so erheblich steigen sollten. Aber der Präsenzunterricht ist im Übrigen, wenn man die Grundschulen betrachtet, gerade für diese Schülerinnen und Schüler überhaupt nicht ersetzbar. Denn wenn die Lehrkräfte als soziale Bezugspersonen mit den Kindern entsprechend sich auf bestimmte Lern- und Felder begeben, dann brauchen sie eine Bezugsperson, die selbstverständlich ihnen auch entsprechend Mut macht bzw. sie auch entsprechend motiviert. So, und selbstverständlich kann ein noch so schöner und gut gemeinter Ersatzunterricht, beispielsweise über das Homeschooling, also beispielsweise über die Eltern, die wirklich aufopferungsvoll etwas tun, diesen Präsenzunterricht entsprechend nicht auffangen. Thema 2 sind die Forderungen nach Luftfiltergeräten in den Klassenzimmern an unseren Schulen. Forderungen sind legitim, aber wer hat sich eigentlich Gedanken darüber gemacht, über Verfügbarkeit, über Kosten in Höhe von über 3.000 Euro pro Klassenzimmer? Also das wären Kosten, die im Grunde genommen eigentlich wirklich jedes Maß eigentlich übersteigen. Ganz abgesehen davon, es gibt auch seriöse Kritiker, die sagen, also das Lüften sei tatsächlich
allemal effizienter. Und wenn dann ins Feld geführt wird, dass die Staatskanzlei über solche Geräte verfügt, aber in den Unterrichtsräumen würden sie fehlen, dann ist das für mich eigentlich schlichtweg Populismus. Thema 3 ist die Digitalisierung im Bildungsbereich. Es gibt bekanntlich enorme Fortschritte. Viele Schulen sind inzwischen tatsächlich im Rahmen des Digitalpakts mehr als befriedigend ausgestattet. Aber auch IT-Geräte bleiben nach wie vor immer nur ein ergänzendes Mittel im Unterricht zu gestalten. Thema 4 ist das Dauerthema Personal. Auch hier gibt es viele Neueinstellungen wie nie zuvor. Ja, es gibt Bedarfe an den Grundschulen, das wissen wir. Aber wenn man sieht, es wurden inzwischen, es sind ja seit 2018, glaube ich, sind inzwischen 5.000 neue Stellen neu geschaffen worden. Und es gibt insgesamt auch sogar 11.000 Lehrerinnen und Lehrer mehr als noch vor 20 Jahren. Also hier kann man bestimmt nicht von einem Mangel an Initiative reden. Und man kann auch sich, so wie der Kultusminister es eigentlich mal ausgedrückt hatte, selbstverständlich auch zur Weihnachtszeit die Lehrkräfte nicht backen. Also mein Fazit, ich wünsche mir eigentlich mehr Augenmaß. Und eigentlich auch mehr Augenmaß gerade von den Kritikern, und zwar was möglich ist und was eben nicht möglich ist. Schließlich muss auch alles gegenfinanziert werden. Und etwas wünsche ich mir eigentlich auch noch, etwas mehr Wertschätzung, beispielsweise auch für den Kultusminister. Nach allen Vorwürfen könnte man eigentlich den Eindruck gewinnen, der Kultusminister säße eigentlich nur untätig herum, was beileibe nicht der Fall ist und schon gar nicht bei einem 6-Milliarden-Haushalt. Hier wird eigentlich enorm in Bildung investiert und klar, das ist ja auch für jeden klar, jeder bedient hier seine eigene Klientel. Zu fragen wäre allerdings doch noch schon, also wenn man selbst in Regierungsverhandlungen stünde, würde dann das eigentlich anders ausschauen. Ich stimme dem Einzelplan 04 zu und die Uhr schlägt uns alle. Frau Präsidentin, hätte ich ja noch Zeit gehabt, sonst hätte ich mich gar nicht so eilen müssen. Nein. Gut, also gut. Die Uhr hat also genau geschlagen und jetzt erteile ich dem Herrn Kultusminister das Wort für die Landesregierung. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Haushaltsplan, wie wir ihn hier beraten, ist zugleich außergewöhnlich und trotzdem ein Stück Normalität. Das haben schon die bisherigen Debatten über die Einzelpläne gezeigt und das werden ganz sicherlich auch die nachfolgenden Debatten zeigen. Er ist außergewöhnlich, weil wir uns in einer außergewöhnlichen Situation befinden. Die Corona-Pandemie, die uns seit 9 Monaten in Atem hält, hat alles, was an Finanzplanung vorher existierte, in vielfacher Hinsicht über den Haufen geworfen. Und natürlich erzwingt diese Pandemie auch im Kultusbereich zusätzliche Ausgaben und Investitionen. Deswegen will ich auch damit beginnen. Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass diese Landesregierung seit dem Beginn der Pandemie bestrebt ist, den Schulbetrieb unter den Bedingungen der Pandemie aufrechtzuerhalten, wenn möglich in Präsenz. Und gleichzeitig für Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Und ja, ich bekenne mich zu diesem Ziel. Ich habe es schon in der letzten Sitzung dieses Hohen Hauses getan. Ich tue es weiterhin. Und wir werden ja morgen auch ausführlich Gelegenheit haben, darüber erneut zu diskutieren. Aber heute reden wir über Geld. Denn es geht um den Haushalt. Und wir sollten uns auch mal darauf konzentrieren, was im Haushalt steht. Das ist bezeichnend, wie oft die Opposition von den Zahlen eigentlich weg wollte, weil sie an den Zahlen wenig zu kritisieren hatte. Also versucht sie, irgendwelche anderen Schauplätze aufzumachen. Dafür wird in anderen Debatten Gelegenheit sein. Es geht um das Geld, was wir zur Verwirklichung dieser Ziele einsetzen wollen. Und da kommt, wenn wir jetzt nur mal die Pandemiebekämpfung nehmen, einiges zusammen. Ich fange mit den Vertretungsmitteln für VSS und TVH-Kräfte an, zur Kompensation von Personalengpässen, die durch Quarantäne und Befreiung von Risikogruppen vom Präsenzunterricht entstehen. 50 Millionen Euro hatten wir davon schon in diesem Jahr und 2021 kommen noch mal 100 Millionen Euro dazu. Also hier ist wirklich Spielraum auch, um die Nachteile der Pandemie auszugleichen. Ich nenne unser Sofortprogramm für hygienische Schutzmaßnahmen an Schulen und Kitas, das in der Öffentlichkeit meist etwas vereinfachend als Programm zur Anschaffung von Luftfiltern wahrgenommen wird, 75 Millionen Euro zuzüglich Ganztagsmitteln als reine Landesleistung zur Unterstützung der Kommunen an dieser Stelle. Das ist, soweit ich sehe, mehr als jedes andere Land in Deutschland für diese Zwecke ausgibt.
Das Gleiche gilt für das Testprogramm für unsere Lehrkräfte. 10 Millionen Euro dafür, dass diese regelmäßigen Testungen bis Ostern 2021 fortgeführt werden können. Auch da müssen Sie lange suchen, bis Sie ein Programm von vergleichbarem Ausmaß finden. Die Digitalisierung unserer Schulen wird weiter massiv beschleunigt. Wir haben einen gewaltigen Kraftakt, die Ausrollung des hessischen Schulportals auf alle hessischen Schulen bis zum Ende dieses Jahres ermöglicht. Das muss jetzt natürlich am Laufen gehalten werden. 2021 wird auch noch das landeseigene Videokonferenzsystem dazukommen. Die Zwischenzeit wird mit den kommerziellen Systemen und auch natürlich aus Landesmitteln überbrückt. 10 Millionen Euro allein in 2021 für die Verbesserung dieser Ausstattung. Und da ist von dem ganzen riesigen Komplex des Digitalpakts noch überhaupt nichts mitgerechnet. Aber darüber reden wir auch morgen in einer anderen Debatte noch einmal. Deswegen will ich das an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Wir wollen auch im kommenden Jahr Ferienangebote für Schülerinnen und Schüler ermöglichen, die durch Unregelmäßigkeiten im Präsenzunterricht während der Pandemie Nachteile erlitten haben. Und natürlich erstatten wir auch in 2021, weil gestern ja auch in einer mündlichen Frage die Rede davon war, die berechtigten Stornierungskosten für abgesagte Schulfahrten und Exkursionen. Das sind nur die Sonderlasten der Pandemie. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Wir gewährleisten trotzdem, auch weiterhin, die bildungspolitische Normalität und entwickeln unser Schulsystem in jeder Hinsicht ohne Abstriche weiter. Damit unsere Schulen nach der Pandemie nahtlos dort weitermachen können, wo wir sie auch ohne Pandemie im Rahmen unserer bildungspolitischen Schwerpunktsetzungen hingebracht hätten. Wir verzichten auf keines unserer zentralen bildungspolitischen Vorhaben der Pandemie zum Trotz. Und deswegen werden unsere Schulen nach Corona in vielerlei Hinsicht wesentlich weiter sein als vorher. Und das will ich Ihnen in diesem Haushalt gerne noch ein paar Beispielen demonstrieren. Das Größte ist natürlich der Ganztag. Wir bleiben dabei, den Gegenwert von 350 Lehrerstellen auch in 2021 für den weiteren Ausbau unserer Ganztagsangebote zur Verfügung zu stellen. Das ist und bleibt das größte Investitionsprogramm, das es in diesem Bereich je gegeben hat. Wir machen keine Abstriche davon, das wird ungeschmälert fortgesetzt. Wir stellen die Ressourcen für unsere neu eingeführten verpflichtenden Vorlaufkurse zur Verfügung. Von denen war hier schon mehrfach die Rede, 210 Lehrerstellen. Und liebe Frau Kollegin Kula, ich muss schon sagen, ich wundere mich ein bisschen, dass Sie gerade diese Prioritätensetzung kritisieren. Das sind doch Mittel, die wirklich explizit den benachteiligten Kindern zugutekommen, damit sie ihre Schullaufbahn möglichst ohne Nachteil, also mal mindestens in sprachlicher Hinsicht auf dem erforderlichen Niveau beginnen können. Also das müsste doch eigentlich etwas sein, was die Linkspartei aus ganzem Herzen begrüßen müsste. Wir investieren weitere 100 Stellen in die Stärkung der Bildungssprache Deutsch. Lieber Herr Kollege Degen, da geht es doch nicht um mehr oder weniger Schüler. Es geht um zusätzliche Stunden für die Schüler, die da sind. Das ist doch die Währung, auf die es ankommt. Das muss ich Ihnen eigentlich noch gar nicht sagen. Aber da Sie es vorhin anders dargestellt haben, muss ich es jetzt von diesem Pult aus noch einmal klarstellen. Wir gewährleisten die Stunden für die Intensivkurse auf dem Niveau, das wir hatten, und wir führen ansonsten an allgemeinbildenden Schulen stellen wir Ressourcen für zusätzliche Stunden zur Verfügung. Also an den Schülern selbst wird überhaupt nichts gekürzt. Wir stocken die Stellen für die sozialpädagogischen Fachkräfte, also die sogenannten UBUS-Stellen, um weitere 70 auf. 50 zusätzliche Stellen fließen zur Stärkung der sonderpädagogischen Ressource in die inklusive Beschulung. Der sozialen Integrationsindex wird um weitere 40 Stellen erhöht. Und ja, lieber Herr Kollege Promny, das waren auch schon früher Schwerpunkte unserer Bildungspolitik. Das werden Sie auch weiterhin bleiben. Das werden Sie auch in zukünftigen Haushaltsreden von mir hören. Aber es wird eben auch jedes Jahr mehr. Deswegen darf man ja auch wohl in jeder Haushaltsrede darüber reden. Und dazu kommen weitere Maßnahmen wie der Ausbau der pädagogisch selbstständigen Schulen, der Ausbau des Ethikunterrichts, die Stärkung der wohnortnahen beruflichen Bildung. Wenn wir das alles zusammenrechnen, dann stellen wir in 2021 wieder über 1.000 Stellen, Kollege Schwarz hat es schon erwähnt, zusätzlich für unsere Schulen bereit. Und da, finde ich, muss man jetzt doch einmal kurz innehalten. Kollege Degen vermisst ja den großen Wurf, so Kleinkram, 1.000 Stellen mehr oder weniger. Was ist das schon? Aber das ist ja alles noch nichts gegen den Spagat, den die AfD hier hinlegt. Gestern stellt sich Kollege Heidkamp hier hin und beschwört den kommenden Staatsbankrott. Heute kommt Kollege Scholz und fordert einfach mal so eine halbe Milliarde, die wir in Schulen investieren. Das ist auch eine Form von Arbeitsteilung, meine Damen und Herren. Das nennt man Populismus in Reinkultur. Kein Wunder, dass Sie Herrn Kahn nicht mehr in Ihren Reihen dulden wollten.
In früheren Zeiten hätte so ein Investitionsvolumen, 1.000 Stellen, für die Schlagzeilen einer ganzen Legislaturperiode gereicht. Wir haben uns nur schon so daran gewöhnt, weil diese Landesregierung schon seit so vielen Jahren kontinuierlich in den permanenten Ausbau der Ausstattung unseres Schulsystems investiert, dass uns dieser Aufwuchs fast schon natürlich erscheint. Und deswegen möchte ich schon auch mal feststellen, dieses Ausbautempo auch unter den Bedingungen aufrechtzuerhalten, das ist keine kleine Leistung, meine Damen und Herren. €11,7 Millionen investieren wir in die weitere Ausweitung der Studienplatzkapazitäten. Und mit 100 weiteren Stellen für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst kommen wir jetzt auf die Rekordzahl von 5.250 Referendarplätzen. Das heißt, wir investieren auch weiterhin massiv in die Nachwuchsgewinnung. Ja, wir wissen, dass wir, weil wir ständig neue Stellen schaffen, auch natürlich immer mehr neues und zusätzliches Personal an dieser Stelle brauchen. Und deswegen sind wir seit Jahren dabei, auch kontinuierlich die Plätze für den Nachwuchs aufzustocken. Und auch dafür ist dieser Haushalt 2021 ein Beispiel. Und ich schäme mich nicht dafür, dass das auch schon der Schwerpunkt im vorherigen Haushalt war. Und es wird mit Sicherheit auch ein Schwerpunkt im kommenden Haushalt sein. Und das ist auch gut und richtig so, meine Damen und Herren. Und einen letzten Punkt will ich erwähnen, mit Blick auf die Uhr, der unter dem Eindruck von Corona wie so vieles andere fast völlig untergegangen ist, aber für die Betroffenen von immenser Wichtigkeit. 2021 ist das erste Jahr der Laufzeit des neuen Weiterbildungspaktes, des Weiterbildungspaktes II. Und damit stellen wir oder bringen wir oder lassen wir die Weiterbildung in Hessen einen weiteren richtig großen Sprung nach vorne machen. Und wenn Sie mit den Weiterbildungsträgern reden, die sind sehr froh und glücklich. Die waren schon über den ersten Weiterbildungspakt glücklich. Wir sind glücklich, dass wir den jetzt fortgeführt und noch weiter aufgestockt haben mit einer Erhöhung der Stundensätze, mit wiederum Millionen Euro für entsprechende Projekte. Das ist auch nur ein Beispiel. Wie gesagt, das ist in der Öffentlichkeit kaum berücksichtigt worden. Aber es ist ein Beispiel dafür, an wie vielen Stellen wir in der Bildungspolitik für die Verbesserung unseres Bildungssystems auch weiterhin einstehen. Deswegen, meine Damen und Herren, wir bewältigen nicht nur die Pandemie, das alleine wäre schon eine hinreichend große Aufgabe, sondern mit diesem Haushalt stellen wir auch die Weichen für den weiteren Ausbau des Bildungslandes Hessen und damit für eine gute Zukunft unserer Kinder und der Gesellschaft, in der sie auch nach der Pandemie leben werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, damit haben wir den Einzelplan 04 beraten.